Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind mit Karl auf dem Weg nach Samuel, sind noch 39 Kilometer. Aber wir müssen uns natürlich hier vor den ein neues Tagebuch. Der Winter. Tagebuch. Ich irre jetzt schon seit 4 Monaten durch die Gegend. Ich bin so hungrig, aber ich kann mich nicht in die Ortschaften wagen. Ich habe es versucht, aber sie haben meinen Akzent herausgehört. Ich wäre beinahe festgenommen worden. Ich muss vorsichtig sein. Es ist mir gelungen, zu entkommen, ohne mir eine Kugel einzufangen. Es war ziemlich knapp. Der arme Wilfried hat mir das Leben gerettet. Ich muss nach Samuel. Halte aus, Viktor. Ich komme. Okay, so war das also. Ich konnte es nicht. Sein Leben lag in meinen Händen und ich konnte es nicht. Ihn zu töten hätte dich nicht zurückgebracht und du würdest nicht sehen wollen, wie ich jemanden töte. Er war es nicht wert. Ja, wer Mass Effect kennt, weiß, dass das die schlimmste Beleidigung ist, die man einem Gegner machen kann. Er ist es nicht wert. Jetzt hält mich nichts mehr hier. Wenn ich diesen verdammten Krieg überlebe, komme ich wieder nach Hause. Emils Moral verschlechtert sich mit jedem Tag. Er hat seit Monaten nichts mehr von Marie und Viktor gehört. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Samuel von der Welt abgeschnitten ist. Ich befürchte das Schlimmste. Ich werde sie besuchen. Sicher lassen sie eine Krankenschwester durch die Linien, ja, hoffentlich. Immer noch keine Na Nachrichten von Karl und Vater. Heute werden es 4 Monate. Was mag ihnen zugestoßen sein? Ich muss aufhören, mir Sorgen zu machen. Vielleicht kommen einfach keine Briefe mehr durch. Ich wage nicht mehr Schlimmeres auszumalen. Viktor braucht seinen Vater. Und ich auch. Waren das Hunde oder waren das Wölfe? Auf jeden Fall möchte der Kleine natürlich helfen. Ja, die Franzosen, natürlich unser ehemaliger Tatortkommissar hier aus dem Saarland, der Max Palü, ist natürlich auch immer mit dem Fahrrad rumgefahren. Der auch immer so ein bisschen auf Französisch, naja, so ein bisschen getrimmt war, Jochen. Okay, ich weiß nicht, wie ich die. Die Franzosen sind jetzt erstmal ein bisschen abgelenkt. Ach, das war's schon. Ich meine, ich bin der Frau sehr dankbar, aber sie hat sich damit natürlich auch strafbar gemacht. Das
okay, aber zumindest. Zumindest sehen wir jetzt anders aus. Erschöpft und ausgehungert musste sich Karl eingestehen, dass er Saint-Mihiel niemals erreichen würde. Während seine Kräfte schwanden, hielt das Schicksal noch eine Überraschung für ihn. Sie waren nur noch wenige Kilometer von Saint-Mihiel entfernt, als ihre Hoffnungen erneut zerstört wurden. Oh, fuck. Wir brauchen einen neuen Reifen. Ja, da oben hängt eine Uniform. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Wir sind Karl und wir haben Walt. Ja, ist ja gut. Wir dürfen also nur mit einer blauen Polizisten, oder geht einfach mal davon aus, dass es eine Polizistenuniform ist, dort durch. Was? Seriously? Der Hund. Da, ich vergesse das immer. Natürlich, können die mit dem Hund ablenken. Ah. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Also das ist ja jetzt echt Pixelarbeit. Ja, das haben wir schon 12.000 Mal gesehen. Braves Tier. Super, dass die Kleider auch immer grundsätzlich in seiner Größe vorhanden sind. Das ist ein Sack mit Kleier.
Was? Lasst es erstmal noch hier hängen. Und gucke ganz kurz. Das heißt auf S, nicht auf D. Deux francs, eine französische Notbanknote. Früher war es immer so, wir haben immer gesagt, im Schnitt so 3 Francs 1 Euro. Also 3 Francs eine D-Mark. Inzwischen mit dem Euro hat sich das ja alles erübrigt. Was gut so ist. Gerade wenn man, wie gesagt, wie ich aus dem Saarland kommt und dann halt auch relativ grenznah zu Frankreich, zu Luxemburg hat lebt. Okay. Okay, eine Mütze eines französischen Gendarme. Gendarme, das quasi Männer mit Waffen, beziehungsweise Leute mit Waffen. Gendarme. Gendarme. Wenn man so will. Okay, in vino veritas, und rein liegt die Wahrheit. Werden wir gleich sehen. Calme-toi, le Pékin. C'est pas des griffons. Hier schlimmer als bei Final Fantasy 6. Nee, guter komm, gib Hund. Mir. Genau, guter Hund, gib mir die Flasche. Ich hab mich ja so an Borgia gewöhnt. Borgia. What? Komm her, komm! Come here, Walt. Hey! Das ist relativ klar. Also der Hund muss halt irgendwie da oben hin. Walt! Hey, Walt! Macht er aber nichts. Will er nicht. Hey!
Tja. Ich weiß. Dann auch getraut. Das ist süß. Ja, beziehungsweise es hat fast was von diesem einen Mickey Mouse Spiel für SNES, in dem man sich halt auch andauernd umziehen musste. Quasi zu, Waffen aber nicht, das... Karl der Graue ist plötzlich Karl der Blaue ist. Ah, oh Gott. But let me get out. Das war echt so einfach. Da. Eine Postkarte mit einer sinnlichen Frau. Ein Pin-Up. Seine mit beiden versauten. Ah, wir sind. Okay. Ja, wenn ich so ein hohes Tier bin, könntet ihr mir auch eigentlich mal helfen. Ein bisschen Befehlsfett und sowas. Sollte euch ja aus dem Grunddienst eigentlich bekannt sein. Sag ich, der ich ausgemustert wurde. Holy fuck, ist der jetzt wirklich da runtergesprungen? Oh mein Gott, schon wieder so eine Aktion. Ja, wir haben uns sehr gut erwischt.
Jawohl, klar. Also man muss halt immer werfen, wenn die ihren Deckel gerade aufhaben. Rayman-mäßiges, was da halt an der Ruby-Art Framework Engine Gedöns liegt, die natürlich in Rayman Legends zum Einsatz kam. Oh Mann! Das ist aber auch sau schwer und dann ist es eine Millimeterarbeit, den zu erwischen. Thank you.
Samuel. Endlich. Es wird trotzdem in einer Tragödie enden. Es wird nicht gut ausgehen. Hölzerne Kreuze. Ja, ich sag doch, es wird nicht gut ausgehen. Ihr Hochgefühl war jedoch nur von kurzer Dauer. Karl und Anna wurden von den deutschen Soldaten in Samiel ergriffen und in die Offiziersquartiere zum Verhör gebracht. Karl kehrte auf Seiten der Deutschen an die Front zurück, während Anna im Lazarett Verwundete pflegen musste. Am 8. April begannen die Franzosen mit einem Angriff auf Samiel, eine Gelegenheit, die Karl nicht verstreichen lassen wollte. Ja, das hier kennen wir ja. Da waren wir ganz am Anfang und ja, da geht es dann auch weiter. Die Folge ist jetzt wahrscheinlich eh ein bisschen länger geworden, als ich es geplant hatte, weil ich jetzt einfach nicht einen Aufnahmestopp mitten in der Fahrsequenz machen konnte. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal.